Und schon wieder zurück bei Greedfall. Und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was an der Ausrüstung getan. Hatte ja gesagt, ich werde zwischen den Folgen mich nochmal dran setzen und gucken, dass das auch zusammenpasst. Und ihr seht schon, diese wundervollen Handschuhe, die perfekt, aber wirklich perfekt zu diesen Schulterpanzern passen. Inklusive der Füße da unten, auch die Stiefel, die passen jetzt perfekt zu unserer üblichen Adelsausrüstung, die wir anhaben. Ach ja, ich habe ein bisschen länger danach gesucht. Und zwar habe ich, hier jetzt den Serien Adelskürass sowieso. Die Herzogs-Duell-Handschuhe, die habe ich mir jetzt dann doch mal gegönnt und sie passen einfach wie die Faust aufs Auge, inklusive der Herzogsstiefel mit der entsprechenden Verbesserung. Das bedeutet, wir haben jetzt für unseren Desardé eine wahrlich prächtige Adelsausrüstung, die auch ganz gut zu ihm passt, meiner Meinung nach, denn er ist ja tatsächlich der Adlige und er hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, seit er hier auf der Insel ist. Aber nicht nur das, ich habe auch für Vasco ein bisschen noch was besorgt. Können wir mal gerade bei ihm reinschauen. Das ist Vasco. Und bei Vasco seht ihr auch, er hat mittlerweile die richtigen Handschuhe. Nicht ganz die richtigen Handschuhe, aber sie passen zu dem Kommandantenkaban. Und er hat Kapitänsstiefel bekommen. Das heißt, er hat jetzt eine durch und durch sehr bronzene Ausrüstung. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu ihm. Wenn man mal hier guckt, so ein bisschen aus der Ferne, weil er bewegt sich ja gleich wieder weg. Aber ich glaube, das passt ganz gut zu ihm mit den Stiefeln, mit den Schultern, mit den Handschuhen. Jetzt haben wir jeden Charakter so weitestgehend auf dem oder so ausgerüstet, wie es von seiner Herkunft her gedacht ist, bis auf Ciora. Ciora haben wir noch nicht ausgerüstet, da müssen wir nochmal gucken, aber da habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir eventuell einen Händler finden für die eingeborenen Ausrüstung, der ein bisschen mehr im Sortiment hat als der Händler, der hier in Neu-Serene steht. Na gut, das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gekostet, aber das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Hier unser Code, der hat ja ohnehin schon, ne? Der hat ja sowieso schon die richtige Ausrüstung, nämlich die Groschengarde-Majors-Ausrüstung. Da ist er gut mit beraten. Und für ihn, für Petrus, müssen wir eventuell nochmal gucken, ob wir noch was Besseres finden, als das, was er gerade trägt. Wobei ich das eher nicht glaube. Na gut, jetzt bin ich aber zufrieden mit allen Leuten. Wir repräsentieren alle unsere jeweiligen Vereinigungen und das in prachtvollem Maße. Jetzt ist die Frage, wir müssen ja noch ein paar Dinge erledigen, ne? Petrus? Wir müssen mit Petrus sprechen. Kurt, mit Kurt müssen wir auch sprechen. Theologische Konflikte, da müssen wir dann auch irgendwann nochmal mit Petrus sprechen. Ja, lass uns die Nebenquests angehen, nämlich vielleicht erst die von Petrus. Wenn er gerade sowieso bei uns ist, dann machen wir das auch gemeinsam mit ihm. Und vielleicht nehme ich einfach mal Vasco mit. Vielleicht nehme ich einfach mal Vasco und Petrus mit. Obwohl, nee, wir sind bei den Eingeborenen unterwegs. Ich muss oder ich sollte Ciora mitnehmen. Vasco, ich komme wieder. Ich komme wieder, keine Sorge. So, jetzt haben wir erstmal die beiden wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, wir reisen erstmal, weil ich glaube, wir müssen. Nee, wir können auch hier mit ihm sprechen, ne? I'm happy you came to find me. Allow me to apologize once again. I should have spoken to you sooner. Told you what I knew and not betrayed your trust. Indeed, you should have. As I said, I'd like to make up for it and help you find your family again. How do you intend to do that? As you now know, I knew your mother. We had trouble communicating at first, of course, but we gradually learned to understand one another. She was important in her village, based on what I know today. I think she was a Donegad. She told me her name, Arelwyn, and told me about her family. She even gave me a pendant for you. You were only a child, so I gave it to Mrs. Desade for safekeeping. She gave me a necklace when I went to say goodbye to her. She said it was a family heirloom. Did my mother tell you the name of her village? No. But I'm sure the Nauts can help us. They were the ones who took your mother to the continent. It was such a long time ago. How can I find out if they remember? The Nauts record everything down to the gentlest breeze. They must have written something in a logbook somewhere. So, do you want to try and find out where you come from? Do you want to find your relatives? Aber natürlich. Yes. All this is so new to me, but I suppose so, yes. Let's go then. Petrus müssen wir dabei haben. Ciora nehmen wir mit als Verbindung zu den Eingeborenen. Ich meine, wir müssen mit Admiralin Cabral sprechen, aber ich denke, wir werden dann doch eher
die Schwierigkeit haben, dann unsere Verwandten bei den Eingeborenen zu finden, dass die uns überhaupt genug vertrauen. Und da wird Sioda wahrscheinlich relativ gut vermitteln können, wenn sie mit dabei ist. Und Petrus eben als derjenige, der sowieso Bescheid weiß über die ganzen Vorgänge hier. Also nicht über die ganzen Vorgänge, aber er kann zumindest die notwendigen Hinweise geben, an die wir uns dann halten können. You have come at the right time, Your Excellency. I am in a delicate situation and your help would be invaluable. I'm listening, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see. What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Norts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them secret. I agree. Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. I have come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know? You told me that I was born on one of your ships, of an islander captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions, and our old archives are far from here. Is there no one on Tiafredi who can help us? Please. Very well. I do know an old captain who could perhaps help you out. Where can he be found? His ship is moored in the port of Hikmet, if I'm not mistaken. His name is Captain Lissandro. Thank you for your help, Admiral. De Sarde? Yes, Admiral? Don't get too caught up in the past. That one in particular. Nothing good will come of it. Whether or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us. Sadly, I'm paying the price of this. Ja, da hat er vollkommen recht. Also, man kann vor der Vergangenheit nicht davonlaufen. Ich denke, man muss sich der zu Teilen stellen. Sie prägt das Leben nicht in vollem Maße. Man kann weiterziehen. Also es ist nicht so, dass man, wenn man einmal eine Vergangenheit hatte, und jeder von uns hatte eine Vergangenheit, eine gute oder eine schlechte. Es gab immer gute und schlechte Seiten an allen Aspekten. Aber man kann natürlich weiterziehen, aber man kann nicht sagen, dieser Punkt in meiner Vergangenheit, der existiert einfach nicht. Und den ignoriere ich, damit habe ich nichts zu tun. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wird nicht funktionieren. Das holt einen früher oder später immer alles ein. Und dann ist es besser, wenn man das einfach auch verarbeitet hat. Gerade auch die schlechten Dinge oder die traumatisierenden Dinge. Das bringt sonst überhaupt nichts. Wo müssen wir denn jetzt hin? Die Sünden von Vater Petrus. Finde Kapitän Lissandro in Hikmet und befrage ihn. Na gut, wir haben auch noch anscheinend eine Quest bekommen, bei der wir dann im Bestfall zu den Ursprüngen Telemis. Da, die Geheimnisse der Nauten. Da werden wir auf jeden Fall Vasco mitnehmen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Vasco da ein sehr bereichernder Charakter ist, weil er viel mehr über die Nauten weiß als wir im Augenblick. So, hier mal reisen. Wo müssen wir hin? Nach Hikmet. Genau. Da waren wir schon lange nicht mehr. Just thank the enlightened that a captain who took part in these expeditions is right here on the island. It is indeed a stroke of luck. I hope he remembers my mother. Do not worry. If his memory fails him, he may have kept his diary from that time. Ja, wir besuchen Vascos altes Schiff, Sioda. Haben die Eingeborenen hier Kräfte, von denen ich bisher nichts wusste? Na gut, wir lassen sie mal da oben stehen. Ich glaube, sie hat gerade Freude daran. In Hikmet, wo wir seit langer, langer Zeit nicht mehr waren. Wo müssen wir denn da? Wo müssen wir denn da hin? Zum Hafen. Also einfach hier geradeaus, dann links abbiegen und dann immer geradeaus.
Ich mag die Musik hier. Das ist so richtige Abenteuer-Aufbruchstimmung. Und das Schiff Segel setzen. Ah, wunderschön. Kenne ich sonst so nur von Uncharted Waters Online. Ein Spiel, das ich sehr, sehr geliebt habe. Hello there. My name is Desarde. I'm the legate of the Merchant Congregation. I am Captain Lysandro. Pleased to meet you. I don't believe I've had the pleasure before. Yet your face seems familiar. How odd. Well, what can I do for you? Do you know this port well? Oh, I know it all right. I've been mooring my ship here for over 15 years. It's a safe harbor, well protected from the winds and away from the reefs. And before that? Before? I don't really know what you mean. Before, there was nothing but the coast itself, I imagine. Did you know the island before all the colonists arrived? Yes. Now that's going back a bit. And it isn't a topic for somebody who isn't one of our own. So tell me what it was like when the Alliance first began to settle here. It was still wild, dangerous, and very beautiful. But all that has changed now. Did you see the city being built? Almost before my very eyes. I saw it grow as fast as you're breathing right now. But it was barely more than a port and a couple of huts surrounded by forest in the beginning. And then the trees began to come down, and the houses began to sprout up. It happened at a crazy pace, but I'm not sure that many good things came of all that change. Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me. The Admiral? Coming from a legate, I should have expected that. So? You are the only one on this island that can help me. Really? Oh, I think I understand. That's why your face looked familiar. The congregation is good at keeping its secrets, isn't it? This story is not a new one. 25 years. 25 years since the Nauts brought a woman who was captured on this island to Serene. I remember. And yet it wasn't the first time. But on that occasion, a child was born. So you can understand why we'd like to learn where this captive came from. Yes, yes. I have seen more than a few Nauts looking for their parents. But what have you got to do with all this? I met that woman in Serene. I got to know her well. Listen, it's not that I don't want to help you, but my memory is no longer what it was. I wasn't the captain at the time. I wasn't the one who decided where we moored the ship. So I don't see how I can help you find out where this woman came from. Ja, wir haben keine... Ah ja, da bräuchte man wieder Intuition. Na super. Do you need a little gold to jog your memory? You're quite the merchant, aren't you? But since you're asking so nicely, I do actually need a new sail. Ach komm, die 50. Here's your gold, Captain. Perfect. My old boat thanks you. Very well. I need to look in my old logbooks. I'm sure I'll find something. Wait for me here. I'll be an hour at the most. Here it is. I found my old logbook. There's a passage in it that would probably interest you. Your mother came from a village on the plains in the southeast of the island. I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast. I believe the natives call it Vignamri. Thank you for this information, Captain. It's nothing. I'm getting sentimental in my old age. Good luck to you. So here you are on the verge of discovering your mother's village. Of finding your own people. How do you feel? I don't really know. I'm a little lost, I suppose. All of this is so new to me. I understand. Mrs. Desarde was loving. She raised you with tenderness. And today you learn she is not your real mother. I'm sorry. Naja, ich glaube, da muss er sich nicht für entschuldigen oder nicht traurig drüber sein, weil unabhängig davon, was die eigentliche Geschichte gewesen ist, wenn sich die Mutter, die er hatte, über die Zeit seines Lebens so gut um ihn gekümmert hat und so liebevoll um ihn gekümmert hat, als wäre er der eigene Sohn, und es gab ja niemals Zweifel daran, auch nicht bei ihm,
dass er wirklich der eigene Sohn ist, weil sie ja wirklich anscheinend ein sehr enges Verhältnis miteinander hatten. Und das bedeutet eigentlich, dass er eine schöne Kindheit hatte und dass seine Mutter, also die Mutter, die er hatte, dass sie ihn auch wirklich geliebt hat dafür, was er ist und nicht irgendwie sagte, naja, Stammhalter oder du musst hier gewisse Aufgaben erfüllen, du musst einen gewissen Ruf wahren, wie das ja üblicherweise in solchen Adelsfamilien öfter mal der Fall gewesen ist. Also ich nehme mal an, auch dass es hier wahrscheinlich öfter mal der Fall gewesen sein sollte oder könnte, dass eben solche Bedingungen an Adlige gestellt werden. Insofern ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, es wäre schön, tatsächlich die wahre Familie, also die leibliche Familie kennenzulernen. Das ändert aber nichts daran, dass Desardet eine Familie hatte, die ihn geliebt hat und in der er aufwuchs. Und das sind dann im Zweifel, ist es nicht die falsche Familie? Es sind im Zweifel dann einfach zwei Familien, die er hat. Eine leibliche und eine, bei der er aufgewachsen ist. Das gibt's beides, das kann's beides geben und da gibt's überhaupt keinen besser oder schlechter. So, erstmal zum Dorf Vingnamri. Stimmt, Ulan, war das... Nein. War das nicht der, der uns veralbert hat? Der uns in die Falle hat laufen lassen? Mehr oder weniger, oder seine Feinde in die Falle hat laufen lassen? Oh ja, er war das. Der so aufgeschlossen war gegenüber... Oh, ausgerechnet der... Oh, wollte die Waffe... Das ist jetzt aus Versehen passiert, das wollte ich gar nicht. To what do I owe the pleasure of your visit? I recently found out that my mother came from your village. Your mother was from Vingnamri. Now I understand why your face seems so familiar to me. Indeed. She was captured before my birth and sent to the continent. She was called Arelwyn. Did you know her? Of course. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long time ago. But I remember the village Danegad. Kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them died. Including the one she loved. It was a dark day, in which our village lost its knowledge and strength in one blow. So my father died too. Do you know if any members of my family are still alive? Yes. Slan, your mother's sister. She then became our Dunegad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Arelwyn was a renowned healer. Across all of Tir Fradi, taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone, far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers. Do you know where I can find my aunt? You could try her house, but she's rarely there. She is an elderly woman now, and very much enjoys her own company. She doesn't speak much to me. But others here can probably tell you where to find her. Thank you, Ulan. Anything else? Nothing. I must go. Na gut, dann werden wir mal gucken, ob wir unsere Tante irgendwo finden können. Sie ist mittlerweile eine ältere Frau, aber das stimmt ja auch, 25 Jahre. Ich glaube, der Desardet ist 25 Jahre alt. Das ist eine Zeit... What do you think of the chief of your village? He seems quite friendly compared to the others we've run into. A bit too friendly, if you ask me. A little too concerned with pleasing the settlers. And you think that's a bad thing? He reminds me of myself when I was younger. And that's not a compliment. My fear is that he serves his own ambition. And this is often done at the expense of others. Das könnte natürlich sein. Aber das haben wir ja auch schon festgestellt, dass er sehr erpicht darauf ist, auch der Brückenallianz sehr zu gefallen und sich sehr an die Siedler annähert.
Was erhofft er sich davon? Was wünscht er sich? Oder was hat er da für einen Plan? Das wäre die Frage, die beantwortet werden müsste, aber ich glaube, darauf werden wir ad hoc keine Antworten finden können. There's no one here. Let's go and ask the inhabitants of the village if they know where to find her. The islanders protect their Donegada. I don't know if they'll speak to some Renaixe. Don't forget, you are one of them after all. Naja, das können ja viele sagen, aber letztlich haben wir dafür ja Siora bei uns, damit sie im Zweifel für uns sprechen kann und vielleicht auch mal ein gutes Wort für uns einlegen kann bei den Eingeborenen hier. Das ist immer gut, wenn man mit jemandem kommt, der die örtlichen Gepflogenheiten deutlich besser kennt als der Desardé, ob er nun hier geboren ist oder, also nicht hier geboren, aber ob er nun von hier stammt, seine Mutter und sein Vater von hier stammen oder nicht, spielt da glaube ich weniger eine Rolle für die Eingeborenen. Aber wenn sie das von Siora hören, die ja auch einen gewissen Stand innerhalb der Gesellschaft und der Hierarchie hier anscheinend auch hat, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass da Leute bereit sind, mit uns drüber zu reden. Greetings. Bertir Tumad, Renaixe. Hello. I'm looking for the village Donegad. Do you know where I might find her? Bertir Tumad, Renaixe. Why would I tell you? I understand your lack of trust, but listen. I have discovered that my mother came from this village. She died a very long time ago. I never met her, and I'm trying to find my family. The Donegad would be my aunt. So you would be a Relwyn's child? That's incredible. She disappeared so long ago, but now I see the resemblance. The Donegad will be very happy to see you. She spends less and less time in the village. More often than not, she wanders in the plains in the west. She walks among a herd of Andriga that graze at the foot of the plateau. Thank you for your help. You are welcome. You are one of our own. Finde ich gut, dass sie beim Gespräch das Social Distancing direkt eingehalten haben. So, sie wandert auf einem Plateau umher. Wo? Auf welchem Plateau? Da. Ah je, da haben wir ein bisschen zu laufen, aber gut, das kriegen wir hin. Laufen wir mal dahin. Gucken wir mal, ob wir unsere Tante da finden. Nicht, dass sie... Das wäre jetzt der Super-GAU, wenn ihr irgendwas zustößt, kurz bevor wir da eintreffen. Dann raste ich aber aus. Dann raste ich aber aus. Ich will jetzt Antworten haben. Ich will jetzt wissen, was genau passiert ist. Warum, wieso, weshalb. Und ja, wenn die Mutter tatsächlich so eine große Heilerin hier war und dafür auch auf der ganzen Insel bekannt, dann macht das natürlich Sinn. Also, auf eine krude Art und Weise ist... Ist natürlich dennoch absolut, das ist, also jemanden entführen, damit man seine Fähigkeiten ausbeuten kann, das ist natürlich eine Sache, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber dennoch auf einer, was ist denn das? Auf einer Basis von logisch und ohne jegliche Moral und ohne jeglichen Anstand über die Lösung von Problemen nachdenken, macht das schon Sinn, eine Heilerin hier zu entführen in der Hoffnung, dass eventuell diese Heilerin bezüglich des Malihor helfen kann. Ich schieße mich hier mal gerade durch, weil ich gerade gerne einfach nur mit der Mutter, mit der Tante reden würde. Und zum Glück haben wir ja noch genug Munition, so ist es nicht. Da können wir ruhig auch mal ein bisschen schießen. Ja, gerade bei den kleineren Gegnern, wo wir ja wissen, die kriegen wir normalerweise auch so hin. Bei den größeren stelle ich mich gerne der Herausforderung, das eher mal im Kampf zu versuchen, weil ich das auch als Herausforderung persönlich sehe. Wir könnten natürlich auch noch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehen, aber ich bin gerade eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Ich brauche jetzt nicht unbedingt immer diese Herausforderung. Und es gibt ja durchaus die schwereren Kämpfe, wo ich dann eben auch so ein bisschen gucke, dass ich so auf die... auf diese ultimative Waffe, nämlich die Feuerwaffen, verzichte. Let's go and help. How do you feel, madam? Well, thank you for stepping in. Don't understand what has happened. Usually these animals accept me. Something must have frightened them. We are glad we arrived at the right time. We would have been very upset if something had happened to you. Excuse me, but are you Slan, the Donegad of Vignamri?
Yes, that's me. Were you looking for me? Yes, we were. If you would allow us, we'd like to accompany you and tell our story along the way. Very well. I will walk by your side. This is the story we have pieced together. I just can't believe it. Yet, if I think about it, your face reminds me of hers. My mother, or rather, the woman who raised me, gave me this necklace. Arelwyn gave it to me, to give to her child, and I passed it on to Mrs. Desade. It looks familiar. Your father had given it to your mother when they bound. It's good that you are wearing it today. My poor beloved Arelwyn, who died far away from us all, and divorced Tirse. I still miss her so much. She wanted me to help her die. But I was unable to do such a thing. Someone would have figured it out. I would have been sent back to Toleme, and I would have lost everything. So I watched her suffer. And one day she died. Petrus, I cannot hold it against you for letting her live. No, you don't understand. I loved her. I loved her, and I didn't even have the strength to end her suffering. She's the only woman I've ever loved. I never would have guessed. Everyone loved Arelwyn. She was marvelous. You cannot blame yourself, man of the light. What's more, you brought me her child. For that alone. She would forgive you if she were among us. All is well now. The child of Tia Fradi has returned home, and with him, the spirit of his mother. You are home, my Magum. Welcome. Petrus, I wanted to thank you. Thank me? Despite everything you know about me? You may have been a bit cowardly in the past. To the point of letting the woman you loved suffer. You were manipulative, and you lied to everyone, including yourself. But thanks to what you've told me, I've been able to find my family and my origins. And for that, I thank you. My child, what you're saying touches me more than you can imagine. At least I've done something good for once in my deceitful life. For you and for her. I hope the Enlightened will remember this when I stand before him. Das hoffe ich auch. Und ja, es ist tatsächlich so. Petrus hat damals feige gehandelt. Er war manipulativ. Er hat ja auch gesagt, erinnert ihn, also der Häuptling hier erinnert ihn an ihn in seiner Jugend. Und das ist kein Kompliment, weil er auch sehr manipulativ war und alles getan hätte, um seine Karriere voranzutreiben. Aber es bedeutet einen viel, viel größeren und viel stärkeren Schritt zu erkennen, dass man falsch lag und sich selbst als das zu sehen, was man war in der Vergangenheit und das zu ändern, so wie es Petrus jetzt in diesem Augenblick tut oder wie er es offenbar schon seit geraumer Zeit tut, denn er ist ja mittlerweile eher zum Dorn in der Pfote von Teleme geworden, statt zu einem Mithelfer, der versucht einfach nur möglichst schnell in den Rängen aufzusteigen. Ich glaube, das bedeutet einen viel größeren Schritt, das abzulegen und dann anders zu handeln, als von Anfang an einfach immer in Anführungszeichen richtig zu handeln und immer sagen zu können, naja, ich habe mir nie einen Fehler erlaubt, denn das birgt auch die Gefahr, dass man selber irgendwann dem Hochmut anheimfällt und dann immer der Überzeugung ist, dass man ja immer alles richtig gemacht hat und die anderen, ja, das sind die, die aber erstmal falsch lagen, ne? Das muss man denen auch nochmal sagen, dass die ja von Anfang an erstmal falsch lagen und sich hinterher erst umentschieden haben. Da habe ich auch schon viele solcher Menschen tatsächlich erlebt, leider. Ich bin ja durchaus ein bisschen rumgekommen. Die einfach der festen Überzeugung waren, weil sie in ihrem Leben niemals irgendwas großartig falsch gemacht haben. Fehler gehören zum Leben dazu, aber die deswegen der Meinung waren, dass jeder, der jemals einen Fehler gemacht hat, erstmal natürlich unter ihnen steht, weil die haben ja einen Fehler gemacht, aber man ist gönnerhaft. Man gönnt ihnen dieses, ja, du bist jetzt auch einer von uns, die gut sind. Und das, boah, da könnte ich ausrasten. Das ist furchtbar. Das finde ich absolut schrecklich. Ich muss das so sagen, ich vertraue Menschen mehr, die schon mal Fehler gemacht haben,
und im Zweifel sogar schon grobe Fehler gemacht haben und aus diesen Fehlern gelernt haben und es anders tun, als ich Menschen vertrauen würde, die niemals irgendwie irgendwo mal durchblicken lassen, ob sie vielleicht mal was falsch gemacht haben. Und wer nicht imstande ist, vielleicht auch zu den kleinen Fehlern, die er begeht oder die man immer begeht, das ist absolut unmöglich, ein Leben zu führen ohne Fehler. Wer nicht imstande ist, auch dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich mache auch Fehler, jederzeit. Und jeder macht Fehler. Das weckt bei mir immer großes Misstrauen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, insofern, Petrus ist, was das betrifft, in meiner ganz persönlichen Meinung außerordentlich gestiegen, in dem Wissen, dass er früher halt so war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Gesellschaft von Teleme tatsächlich auch erstrebenswert war, beziehungsweise auch belohnt wurde, wenn man sich so verhalten hat. Dass er aber trotz dessen, dass er immer noch in dieser Gesellschaft ist, sich mittlerweile verändert hat. Und ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das, und das nicht nur aus einem Bauchgefühl heraus. Ich habe einfach, ja, Petrus völlig falsch eingeschätzt von Anfang an, und mittlerweile ist er einer meiner geschätztesten Companions, einer meiner geschätztesten Begleiter, die ich mir vorstellen könnte, in den ich tiefes Vertrauen setze und bei dem ich glücklich bin, dass er bei uns ist. Vielen Dank für alles, Petrus. Na gut, wir haben unsere Tante gefunden und damit unsere Familie hier in diesem Dorf, mehr oder weniger. Und werden mal schauen, was noch so auf uns zukommt als Eingeborener. Ja gut, also nicht als Eingeborener, ne? Das wäre man, wenn man hier aufgewachsen ist. Wir sind ja tatsächlich als Mann aus der Händlerkongregation aufgewachsen. Das merkt man uns leider auch an. Ich wäre, glaube ich, viel lieber mit ein paar Traditionen hier aus diesen Landen hier aufgewachsen. Aber gut, man kann sich nicht aussuchen, wo man aufwächst. Und es war ja so auch schön. Na gut, genug geredet. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.